kaufen nichts. Wir wissen noch nicht, ob der Tumor gut oder bösartig ist. Das kann nur eine Operation zeigen. Dazu würde ich Ihnen raten. Ich weiß nicht, ob Sie es so erkennen können, aber an dieser Stelle im Gehirn sitzt er. Und wenn wir ihn nicht entfernen, wird er sich vergrößern. Und welche Chance habe ich noch, wenn ich mich operieren lasse? Bei jeder Art von Operation wird umliegendes Gewebe in Mitleidenschaft gezogen. Aber solche Schäden sind in der Regel reversibel. Was mir Sorgen macht, ist Ihr Herz. Ihr Belastungs-EKG ist nicht gerade zufriedenstellend. Ja, aber dann habe ich ja gar keine Wahl mehr. Dann... Bitte, Frau Doktor, was raten Sie mir? Diese Art von Gehirngeschwulst wächst sehr schnell und zerstört gesundes Gewebe. Letzte Klarheit verschafft uns, wie gesagt, nur ein intraoperativer Befund. Ich an Ihrer Stelle würde mich so schnell wie möglich operieren lassen. Und wie lange habe ich dann? Wie gesagt, eine Operation ist nicht ganz ungefährlich. Aber wenn Sie sich mal erholt haben, vielleicht Jahre. Und keine Hoffnung auf eine Fehldiagnose. Ich weiß, das klingt jetzt nicht sehr ermutigend. Aber vergessen Sie nie, Frau Behringer, eine Diagnose hat nichts mit dem weiteren Verlauf der Krankheit zu tun. Der weitere Verlauf ist ganz stark von der Psyche des Patienten abhängig. Ich habe Angst. Ich habe furchtbare Angst. Geben Sie sich nicht auf. Sie sollten sich eine Chance geben. Sie haben doch Familie. Sprechen Sie mit Ihrem Mann. Eine so schwerwiegende Entscheidung sollten Sie nicht alleine treffen. Noch nicht jetzt. Ich muss erst mit mir ins Reine kommen. Meine Familie darf vorerst nichts erfahren. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, rufen Sie mich an. Ich helfe Ihnen. Ich stehe Ihnen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Ja, danke. Und Frau Behringer? Ja. Oh.
keinen Führerschein gemacht. Gibt's nicht. Ist Ihnen was passiert? Fehlt Ihnen was? Nein, nein, danke. Legen Sie den Leerlauf ein. Komm, wir schieben den Wagen an den Straßenrand. Können wir noch was für Sie tun? Nein, nein, nein. Hoffentlich ist es nur eine Kleinigkeit. Bei meinem lag schon zweimal am Verteilerfinger. Ja. Schönen Tag noch. Danke. Lori? 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 Maria, Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Ich stehe unter einem wahnsinnigen Druck, du machst dir keine Vorstellung. Ich sollte eigentlich schon längst weg sein. Ich wollte nur noch mein Referat hier durchgehen. Ich habe hier einfach mehr Ruhe als im Büro. Ich habe mir meine Begrüßung schon ein bisschen schöner vorgestellt, Flori. Ich habe dich vermisst. Allmählich müssen wir beides ja wissen, dass wir nicht zum Single geboren sind. Bitte bleib doch noch ein bisschen. Maria, wie stellst du dir das vor? Wäre das so schlimm, wenn du mir mal 10 Minuten von deiner kostbaren Zeit schenken würdest? Selbstverständlich nicht, aber... Aber? Was im Augenblick geschäftlich abläuft, ist für mich ungeheuer wichtig. Ich muss mich voll auf meine Arbeit konzentrieren. Du lebst nur noch für deine Arbeit. Ja, im Augenblick ja, aber das ist nur eine vorübergehende Phase. Maria, ich brauche dich. Du würdest mir sehr helfen, wenn du in der nächsten Zeit mal nichts annimmst. Schaust dich ein bisschen abgespannt aus. Du merkst gar nicht, wie du dich kaputt machst. Der Beruf ist nicht alles. Mein Gott, wer von uns beiden war denn beruflich unterwegs? Statt mir zu helfen, rennst du irgendwelchen Pipifax-Aufträgen hinterher. Das hast du doch gar nicht mehr nötig. Brauchst du überhaupt irgendjemanden neben deiner Arbeit? Ich weiß gar nicht, warum du ausgerechnet heute mit solchen Diskussionen anfängst. Wir können gerne später drüber reden, aber ich hab's jetzt wirklich eilig. Vergiss es. Also spiel jetzt bloß nicht die große Tragödie. Sag mal, was ist denn eigentlich in dich gefahren? Maria, ich brauch dich doch. Entschuldige, ich brauche deine Hilfe, dein Verständnis, deine Unterstützung. Hier, hier zu Hause an meiner Seite ist dein Platz, nicht bei irgendwelchen Recherchen für einen Pseudoauftrag. Ist das der Preis für deinen beruflichen Erfolg? Wir können gerne heute Abend weiter diskutieren, aber bitte nicht jetzt. Du, immer nur du, immer geht es um dich. Immer nur, was du brauchst, was für deine Arbeit nötig ist. Für dich ist alles in Ordnung, solange ich für dich stark bin. Er
Susanna, ich kann den Lärm heute nicht ertragen. Ja, wie soll ich denn dann den Dreck wegkriegen? Das ist mir egal. Hauptsache geräuschlos. Wir haben hier keinen leiseren Staubsauger. Dann lassen Sie es bitte ganz bleiben. Soll ich vielleicht heimgehen? Ich kann wirklich viel trapieren. Aber geräuschlos Staubsaugen, das kann nicht einmal ich. Erna, ich habe heute nicht den Nerv, lange Erklärungen abzugeben. Ich würde es wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Gibt's mal wieder Stunk? Geräuschlos, Staubsaugen soll er dich. Tami, komm doch mal her. Komm mit. Schieß los. Große Aussprache oder was? Nein, Tami, ich will nur mal mit dir reden. Komm. Ja, aufgeklärt bin ich. Meine schlechten Noten kennst du. Was gibt's sonst noch? Zu motzen. Hm? So in etwa. Sag mal, bin ich wirklich so schlimm, dass ich pausenlos motze und meckere? Ach, Quatsch, Mami. Aber bei eurem Ich muss mal ein ernstes Wort mit dir sprechen, wird doch ständig nur gemeckert. Tu dies nicht, tu das nicht, streng dich mehr an. Ich weiß selbst, wann ich Mist gebaut hab. Tami. Ich hab dich lieb. Wie meine eigenen Kinder. Vom ersten Tag an. Ist irgendwas mit dir? Wenn ich dich so oft kritisiert habe, dann war das aber kein Motzen. Ich weiß, es war nur zu meinem Besten. Worauf willst du wirklich hinaus? Tami, ich will nur, dass du nicht den gleichen Fehler machst, den ich, den wir alle gemacht haben. Du musst dein Leben genießen. Du musst dir jede Freude gönnen, die überhaupt nur möglich ist. Denn kein Tag, kein Augenblick kommt jemals zurück. Ich habe selber den Fehler gemacht. Ich habe mir etwas versagt, wozu ich eigentlich Lust hatte. Vielleicht eine Reise oder ein Zusammensein mit lieben Freunden. Weil ich mir gesagt habe, du musst das tun oder du musst jenes tun. Du musst Rücksicht nehmen. Aber in Wirklichkeit, Tami, kommt kein Augenblick zurück. Du kannst nichts nachholen, was einmal vergangen ist. Nichts. Moment mal. Wenn ich aber meine Schularbeiten liegen lasse, um mich mit Freunden zu treffen, bist du die Erste, der das nicht passt. Naja, das ist halt eben der Widerspruch in uns Müttern. Macht's dir was aus, wenn ich gleich wieder alleine ziehe? Ich bin noch mit Moritz verabredet. Wir wollen noch Katja und Philipp beim Umzug helfen. Aber willst du nicht noch was essen? Nee, wir pfeifen uns auf dem Weg einen Hotdog rein. Oder Pommes. Ich verhungere schon nicht. Aber deine Hausaufgaben? Genieße das Leben. Also so war das auch wieder nicht gemeint. Das ist halt das Widersprüchliche an euch Müttern. Ciao. Herr Romberg, Sie kennen doch das alte Sprichwort. Der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein. Oder kennen Sie jemanden, dem zweimal das Lager abgebrannt ist? Wollen Sie sich die Muster nicht wenigstens mal ansehen? Auch nicht, wenn ich Ihnen einen Sonderrabatt einräume. Na schön. Ja, ist bedauerlich, aber was soll ich tun? Auf Wiederhören. Schlechte Karten. Es ist doch wohl üblich, vorher anzuklopfen. Das gilt auch für Sie. Entschuldigung, aber die Tür stand offen. Und wir beide haben doch keine Geheimnisse.
Was wollen Sie? Reden wir nicht lange drum rum. Sie wollen sich auch Feierabend machen. Wie viel? Ich sehe, wir verstehen uns inzwischen auch ohne viele Worte. Wie viel? Na ja, die Gehaltserhöhung war ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen wir. 200.000 mindestens. Schober, ich denke nicht daran, auf diese miese Erpressertour einzusteigen. Herr Wolf Gruber, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Sie haben doch eben selbst das Telefonat mit angehört. Wir sind raus aus dem Kaufhausgeschäft. Also, bei mir ist nichts mehr zu holen. Das kann nicht mein Problem sein. Sie lösen das schon. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ein Wolf Gruber fällt immer wieder auf die Beine. Verdammt, meine Unterlagen. Keine müde Mark bekommen Sie von mir. Ich habe das belastende Fax verbrannt, Sie haben also nichts in der Hand. Ich denke schon. Ich habe die Trümpfe und Sie haben alles zu verlieren. Sie sind zwar clever, Chef, aber Sie sollten nicht den Fehler machen, mich zu unterschätzen. Na, dann packen Sie mal aus, Ihre Trümpfe. Sehr gern. Der Originalauftrag für Taiwan und das Fax mit den falschen Größen, das Fräulein Behringer abgeschickt hat. Klasse Fotokopien, was? Wenn 200 verschnittene Sortimente kein Grund für ein kleines Feuerchen sein sollten? Sie mieses kleines Schwein! Halten Sie Versicherungsbetrug für ehrenwert? Ach so, der feine Herr macht sich selbst die Finger nicht schmutzig, nicht wahr, Herr Wolfgruber? Für wie naiv halten Sie mich eigentlich? Ach, Sie wollen noch mehr? Wie oft hätten Sie es denn gerne noch, Chef? Ich habe so viele Kopien angefertigt, dass Sie Ihr Büro damit tapezieren können. Schober, ich schwöre Ihnen, ich mache Sie fertig. Na, dann lassen Sie sich mal was einfallen. Aber vergessen Sie nicht, wer den Auftrag für das Feuerchen gegeben hat. Sie hängen in der Geschichte genauso drin wie ich. Mit dem einen entscheidenden Unterschied. Ich habe weniger zu verlieren als Sie. Sie können es sich gar nicht leisten, mich hochgehen zu lassen. Alex. Alex, bitte lass dir erklären, wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Alex! Super! Gratuliere. Sehr clever gemacht. Jetzt weiß sie auch Bescheid. Und wenn schon? Das ist Ihr Problem. Solange sie nur nicht die Nerven verliert. Alex? Was meinst du? Was soll ich getan haben? Du hast die Halle anzünden lassen, nicht? Ach, Quatsch. Wie kommst du auf die Idee? Sag mir einmal die Wahrheit. Ich hab doch gehört, was Schober im Büro zu dir gesagt hat. Ich wollte es dir ersparen. Du hättest es nie erfahren sollen. Was meinst du eigentlich, für wen ich das alles getan habe? Wessen Fehler habe ich denn mit dem Brand vertuscht, hm? Das steht doch in keinem Verhältnis. Ich weiß, ich habe einen riesen Mist gebaut. Der uns beinahe alle ruiniert hätte. Aber das, was du gemacht hast, Wolfi, das ist ein Verbrechen. Schober hat die Halle angezündet, nicht ich? Ja, aber in deinem Auftrag. Was man mir erstmal beweisen müsste. Und deswegen, Alex, kommt es jetzt darauf an, nicht die Nerven zu verlieren. Wenn Schober dich bei der Polizei hinhängt. Ja, ruhig, ganz ruhig. Schau,
Du hast einen Fehler gemacht und ich habe ihn ausgemerzt. So einfach ist es. Du darfst dich jetzt in nichts hineinsteigern. Wir zwei stehen das gemeinsam durch. Hm? Ich habe nicht die Nerven für sowas. Doch, du hast sie. Und mit Schober werde ich schon fertig. Und merk dir eins, einen Wolfgruber erpresst man nicht. Sie sind aus dem Automaten. Die Geschäfte waren alle schon zu. Aber was ist denn von dir? Ich war ungerecht und unfair zu dir. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Komm, die brauchen nur Wasser. Du bist halt überarbeitet, das ist alles. Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe ja kaum noch Zeit für dich. Es ist wirklich lange her, dass ihr mal einen Abend für uns hat. Aber es hat sich gelohnt. Die ganzen Überstunden, die Schindereien, findest du nicht? Schön, dass du es geschafft hast. Ich kann es manchmal selber kaum fassen. Die besten Firmen brennen mir die Bude ein. Du hast halt Spaß an deinem Beruf und du merkst den Stress gar nicht. Aber pass auf, dass du dich nicht übernimmst. Ich verspreche es dir. Weißt du, wir sollten beide mal ausspielen. Du schaust auch nicht so gut aus. Ich habe nur schlecht geschlafen, das ist alles. Na, schau, wie schön. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe gebucht eine Reise für zwei Personen. Wohin? In die Sonne, ans Meer. In 6 Wochen fliegen wir zwei nach Florida. Du hast plötzlich Zeit, eine Reise zu machen? Ich habe mir gedacht, wir könnten mal das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Und nützlich heißt für dich, dass du zum Arbeiten nach Florida fährst? Erstens dauern meine Verhandlungen nicht den ganzen Tag und zweitens können wir noch ein paar Urlaubstage dranhängen. Ohne mich zu fragen. Dann wäre es ja keine Überraschung gewesen. Ich werde einfach verplant. Was ich will, ist ja sowieso unwichtig. Also kann man auch über mich verfügen. Das bist du aber ganz schön unfair. Wer sagt dir denn, dass ich da überhaupt hin will? Du bestimmst immer alles. Was für eine Katastrophe. Ich nötige meine arme Frau, gegen ihren Willen mit mir nach Florida zu fliegen. Ich will aber nicht nach Florida. Du willst hin, weil es dir in deinem beruflichen Kram passt. Aber was soll ich da? Was regst dich denn so auf? Okay, ich geb's ja zu. Vielleicht ist das keine so gute Idee, Beruf und Privatleben zu verbinden, aber deswegen brauchst du auch nicht so zu schreien. Flori, lass uns doch einmal eine richtige Reise miteinander machen. Was heißt richtige? Irgendwohin, was uns beiden etwas bedeutet. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel Venedig. Venedig? Was soll man denn im November in Venedig? Da ist es kalt, alles grau in grau und die Kanäle stinken. Aber Venedig hat uns immer so viel bedeutet. Da hatten wir noch Zeit füreinander. Jetzt sind nur noch deine Geschäfte wichtig. Musst du denn immer auf demselben Thema rumreiten? Flori, ich brauche dich. Ich will dich fühlen, spüren. Ja, jetzt vergiss mal die Geschäfte. Florida ist eine sehr schöne Reise, wirst sehen. Ich nehme auch Zeit für dich. Fest versprochen. Ach, Venedig, das können wir immer noch machen. Das läuft uns nicht davon. Thank you.
Was ist denn? Fehlt dir was? Ich. Ach komm, lass uns schlafen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mama. Entschuldigt bitte, ich bin spät dran. Ich wollte dich nicht wecken, du hast ja so schlecht geschlafen. Lieb von dir. Was macht denn der Hund da? Das ist Akko. Das weiß ich, aber was hat denn der bei uns zu suchen? Jetzt komm, Maria, reg dich nicht auf. Setz dich erst mal hin und frühstück was. Kriege ich jetzt bitte eine Antwort oder nicht? Ich habe ihn gestern von Katja und Philipp mitgebracht. Schau mal, er war ihnen beim Umzug im Weg. Und er ist doch ganz, ganz lieb. Das ist kein Grund, ihn einfach bei uns abzuschieben. Ich hab satt, dass alle immer über mich verfügen. Wir hatten den Hund am Hals, wenn du in der Schule bist. Oh Gott, ich bin auch nicht begeistert, aber es ist doch nur für ein paar Tage. Bitte, Mami. Es geht nicht um die Zeit. Es geht ums Prinzip. Ich dachte, man soll sich das nicht verkneifen, was man gerade machen möchte. Hast du gestern selber gesagt. Und ich hätte gerade Lust, Akku mit nach Hause zu bringen. Man soll sich nicht verkneifen, was man gerade machen möchte? Das hast du gesagt? Bravo. Tami, wisch mal auf. Mach ich. Also, dass du so schlecht schläfst, das gefällt mir gar nicht. Geh doch mal zum Arzt. Ach, übrigens, der Christian ist wieder da. Hast du ihn getroffen? Ich muss in die Schule. Ja, ich hab kurz mit ihm telefoniert. Tschüss, Mami. Tschüss, danke. Ich würde ihn gern sehen, aber ich habe keine Zeit für ihn. Hat er was gesagt, wie es ihm geht? Er scheint den Tod von Ulla ganz gut verkraftet zu haben. So schnell geht das? Du bist gut. Er kann doch nicht ewig um sie trauern. Sei doch froh, dass er sich wieder aufgerappelt hat. Ich muss ins Büro. Wart nicht auf mich, es kann spät werden. Hast du was vergessen? Tami. Das mit Akku tut mir leid. Ich wollte ihn sowieso heute Nachmittag zurückbringen. Ist schon gut. Hallo? Christian, ich bin's, Maria. Flori hat mir eben gesagt, dass du wieder da bist. Du, Christian, ich hätte mich gerne mit dir getroffen. Was ist mit euch? Habt ihr Krach? Nicht mehr als die üblichen Problemchen nach so vielen Ehejahren. Du hast auf mich den Eindruck gemacht, als hast du es sehr eilig mit unserer Verabredung. Am Anfang habe ich sogar geglaubt, es ist mit Florian irgendwas nicht in Ordnung. Nein, nichts mit Florian, keine Ehekrise. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, mal mit dir alleine zu reden. Du warst so lange weg. Denkst du noch oft an sie? Pausenlos. Die ersten Wochen waren die Hölle.
Aber dann habe ich eingesehen, dass es blödsinnig ist, sich permanent zu quälen. Ich wäre vor die Hunde gegangen. Und jetzt? Jetzt lebe ich mit allem Positiven, das ich in dieser kurzen, sehr intensiven Zeit durch Sie erlebt habe. Und ich fange an, wieder Sinn im Leben zu sehen. Und du? Hast du Angst vor dem Tod? Was ist los? Was ist mit dir? Wieso? Was? Es geht dir doch nicht um Ulla oder mich. Das ist es doch nicht. Ich hab's noch niemandem erzählt. Ich habe einen Gehirntumor. Vor 2 Wochen haben die Beschwerden angefangen und dann hat mich mein Arzt in die Klinik geschickt. Weiß Florian es? Nein, du bist der Einzige. Ich habe Angst. Ich habe panische Angst. Ich traue mich einfach nicht, das Florian den Kindern zu sagen. Irrtum ist ausgeschlossen? Ja. Hast du eine Computertomographie machen lassen? Ja. Alles inklusive der Darstellung meiner Gehirngefäße. Vermutlich ist der Tumor bösartig. Was ist mit deiner Operation? Ich muss mich entscheiden und das bald. Ich bin so hilflos, ich bin so verdammt hilflos. Ich habe vermutlich keine andere Wahl, aber weißt du, was bei einer solchen Operation passieren kann? Ja. Bist du in guten Händen? Ja. Ich habe immer gedacht, ich bin stark, ich kann nichts umwerfen. Und jetzt bin ich so erbärmlich schwach. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Du musst mit deiner Familie reden. Nein, noch nicht. Wovor hast du Angst, dass du ihnen zur Last fällst? Dein Mann liebt dich über alles und deine Kinder auch. Die sind für dich da. Aber Flori hat so viel Arbeit im Moment. Er ist nicht belastbar. Ich weiß gar nicht, ob er damit fertig wird. Ach Maria, jetzt mach mal einen Punkt. Florians Arbeit in allen Ehren. Er ist belastbar. Du bist wichtig. Du bist das Einzige, was jetzt zählt. Soll ich mit ihm reden? Nein. Das muss ich selber tun. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, wenn du dir eine Chance geben willst. Auch die Krankheit ist eine Erfahrung, mit der du lernen musst, umzugehen. Als ich damals zu euch kam nach Ullas Tod, habe ich eure Hilfe gesucht. Und als ich mich dann vor aller Welt verkrochen habe, wusste ich, dass ich nicht alleine bin. Ich war zwar weg, aber nie allein. Und darauf kommt es an. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich es ihm sagen soll. Es kommt nicht so sehr auf das Wie an, sondern dass du sie ins Vertrauen ziehst. Schon alleine wegen der Operation. Komm, ich fahre dich nach Hause. Wir müssen es Florian sagen. Nein, ich muss das tun. Ich brauche nur noch Zeit. Du bist stark. Ich bewundere dich. Ich gehe noch ein paar Schritte. Ruf mich. Ich bin für dich da. Danke. Ich würde mich so freuen, wenn du heute Nachmittag zum Kaffee kommst. Ach komm, lass doch den dummen Umzug. Ich rufe die Alex auch noch an. Ich würde mich so freuen. Na ja, wenn es nur kurz ist. Du solltest mal sehen, wie es hier aussieht. Das reinste Chaos. Ich habe bei diesem Umzug das Gefühl, dass nichts vorangeht. Aha. Wo willst du denn deine Bücher hinhaben?
Ach, kannst du die nicht abstellen? Ich wollte dir erst ganz zum Schluss einräumen. Entschuldige. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Wann sollten wir uns treffen? Sie gehen mir aber im Weg rum. 16 Uhr. Deine ganzen Bücherkisten stehen auf meinem Umzugskarton. Okay, ich will's versuchen. Okay, tschüss. Wer war das denn? Meine Mutter. Sie wollte sich mit mir und Alex zum Kaffee treffen. Ja, aber du hast hoffentlich abgesagt. Ich hab's mir noch ein bisschen offen gelassen. Ja, soll ich vielleicht die ganze Arbeit hier alleine machen? Ich glaube, es liegt ja sehr viel daran. Du, morgen wird die Praxis eröffnet, dann kann ich hier keinen Handgriff mehr machen. Es wird alles, wie von Ihnen gewünscht, über die Bühne gehen. Sie müssen mir nur etwas Zeit geben. Wie viel? Circa eine Woche. Sie wissen doch selbst, ich kann nicht einfach 200.000 Mark aus der Portokasse nehmen. Na, hoffentlich sind Sie überhaupt in der Lage, mein Honorar aufzutreiben. Und glauben Sie ja nicht, Sie könnten mich noch mal vertrösten. Ich denke, Sie haben mich verstanden. Hier Wolf Gruber, Frau Jacobs. Wie sieht's aus mit meinem Termin mit Dr. Dittmann? In der nächsten Stunde. Wunderbar. Danke. Ich habe einen ersten Kontenüberblick. Sie sind ein Ass. Lassen Sie mal sehen. Alles zusammengenommen beträgt laut Auskunft der Banken unser heutiger Kontostand 1.239.748 Mark. In den nächsten Tagen sind voraussichtlich Zahlungseingänge um die 200.000 zu erwarten. Was die Playfit noch zu bekommen hat, werde ich erst heute Nachmittag erfahren. Und die offenen Rechnungen? Habe ich auf die Schnelle nur als Addition. Demgegenüber stehen offene Rechnungen und Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 2,6 Millionen. 2,6. Danke, gute Arbeit. Ach ja. Veranlassen Sie bitte, dass die Zahlung aller offenen Rechnungen per sofort gestoppt wird. Und wenn jemand drängt? Vertrösten Sie ihn. Jemanden da. Tut mir leid, Frau Behringer, er ist außer Haus. In 2 Stunden ist er wieder zurück. Herr Schober wollte sich ein paar Unterlagen aus dem Büro holen. Warum setzen Sie Herrn Wolfgruber unter Druck? Ich glaube nicht, dass Sie sich in diese Geschichte einmischen sollen. Das glaube ich schon. Es ist doch meine Angelegenheit. Das ist was für erwachsene Männer. Ihren Beitrag haben Sie bereits geleistet mit Ihrem dummen Fehler, den wir ausbügeln mussten. Und glauben Sie ja nicht, dass ich umsonst meinen Kopf für Sie hinhalte. Was sind Sie doch für ein mieses, kleines Schwein! Schade. Eine so attraktive junge Frau und derselbe hässliche Wortschatz wie Ihr ehrenwerter Partner. Sie wissen überhaupt nicht, was Ehre ist. Was wollen Sie? Sich ein bisschen abreagieren? Mich etwa unter Druck setzen? Eines Tages, das schwöre ich Ihnen. Da lasse ich Sie hochgehen, Schober. Ah ja. Auf welcher Höhe belaufen sich denn die Summen, die Sie in den nächsten Tagen auf Ihrem neuen Konto erwarten? Alle Überweisungen liegen so zwischen einer Viertel und einer halben Million. Also Gesamtsumme 1,5 Millionen Mark. Und wie gesagt, ich möchte das Geld dann Anfang nächster Woche in bar. Kein Problem. Ich werde solche Transaktionen in den nächsten Wochen und Monaten noch mehrfach durchführen. Das soll uns nur recht sein. Wie Sie vermutlich wissen, hat sich ja speziell unsere Bank in der jüngsten Vergangenheit, wenn ich das so bescheiden sagen darf, als verlässlicher Partner aufstrebender mittelständischer Industrieunternehmen profiliert. Erna, haben Sie die Kirschtorte auch bekommen? Ist gerade alles ganz frisch gemacht worden. Die Bus habe ich auch gleich mitgebracht für Behringer. Da. Ach Gott, auch schon wieder eine Rechnung. Du schau es mal, wer heute geschrieben hat. Eine Postkarte aus der Holsteinschen Schweiz vor ihrem Herrn Schwiegervater. Muss ja wirklich schön sein da drum, wenn man sich das Foto so anschaut. Legen Sie bitte die Post auf meinen Schreibtisch. Ja, gleich.
Liebe Grüße aus der Holsteinschen Schweiz. Mir gefällt es hier sehr gut. Ich werde von Clotilde sehr verwöhnt. Richtig schwärmen tut er vor seiner Clotilde und vor seinem Aufenthalt da drum. Naja, aber im gewissen Alter soll man doch eine gewisse Reife haben und eigentlich schon wissen, dass sowas nicht gut tun kann, so eine aufgewärmte alte Liebe. Sie lesen unsere Post. Ja, nur wo er mich am Schluss sogar noch grüßen lässt, da schauen Sie mal her. Liebe Grüße auch an Erna, euer Opa. Ja, aber die adressiert ist sie an uns. Auf Postkarten ist was Öffentliches. Und wenn Sie auf das Briefgeheimnis anspielen wollen, Frau Behringer, das betrifft nur verschlossene Sendungen, also Briefe, wie ja der Name schon sagt. Ein Postkartengeheimnis, das gibt's nicht. Geh schon. Hallo, Mami. Alles. Ich bin ein bisschen früher gekommen, weil ich habe mir gedacht, Gott, ich freue mich ja so, dass ich dich und Katja endlich mal wieder bei mir zusammen habe. Ist Katja schon da? Nein, aber es wird jeden Augenblick kommen. Mami, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis. Ich habe so viel Stress in der Firma und ich muss in der Stunde noch Tizian vom Kindergarten abholen. Und ich weiß auch nicht... Alex, es ist wieder was mit dem Wolfi. Komm, jetzt trinken wir zuerst einen Kaffee. Ich habe dir sogar eine Schwarzwälder Kirschtorte eingekauft. Du weißt doch, die hast du als Kind so gerne gegessen. Mami, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit für Schwarzwälder Kirschtorte. Also, was gibt's? Was hast du für Schwierigkeiten? Die Firma. Wolfi ist es jedenfalls nicht. Also bist du glücklich mit ihm? Er ist noch immer der Mann deiner Träume, Mami, hör doch auf mit dem romantischen Schmonz. Er ist okay, ja, aber ist nur wirklich kein Thema, wo ich auf die Schnelle diskutieren möchte. Auch nicht mit mir? Sei doch bitte nicht gekränkt. Ich dachte, das Thema Wolfi ist ein für alle Mal abgehakt. Was ist los? Ich will doch nur, dass du glücklich wirst. Das ist es nicht allein. Was hast du? Warum fragst du so? Lassen Sie, Anna, ich gehe schon. Hallo, Katja. Ich habe gedacht, du bist jeden Augenblick da. Kannst nicht kommen. Ah ja. Der Umzug geht eben vor. Ich verstehe das schon. Wir finden sicher ein anderes Mal. Danke, dass du angerufen hast. Tschüss, mein Kind. Mami, wir finden bestimmt noch einen anderen Termin. Mach dir nichts draus. Nicht traurig sein. Und vielen Dank für den Kaffee. Tschüss. Thank you.
Bitte ein Taxi, Alpenblick 8 bei Behringer. Dankeschön. Aber Frau Behringer, Sie sind doch gerade erst weggefahren. Was mich überhaupt nicht daran hindert, es noch einmal zu tun, Erna. Ja, was denn, Ihr Mann? Ich meine, wissen denn Ihr Mann und die Dame, dass Sie jetzt schon wieder weg wollen? Ja, wegen der Dame. Da wollte ich Sie bitten, dass Sie ein bisschen auf Sie aufpassen. Sie kann natürlich auch am Tag bei der Katja bleiben. Gut. Tschüss, Erna. Moment! Ja, und wie lange wollen Sie denn wegbleiben? Und wo kann man Sie denn erreichen? Es dauert nicht lange, Erna. Ich bin bald wieder da. Jetzt, wenn Sie wenigstens Ihren Mann anrufen täten, Frau Behringer. Erna, mein Taxi wird gleich kommen. Ich war draußen. Tschüss. Flughafen, bitte.